Dann möchte ich gern das Gespräch mit dem Herrn Dr. Daus beginnen. Und zwar mit einem aktuellen Thema. Sie alle haben mitverfolgt unter dem Stichwort Offshore-Leaks diese große Geschichte von 130.000 vermögenden Menschen, die offenbar über Jahrzehnte ihr nicht unbeträchtliches Vermögen rund um den Globus verschoben haben und jetzt offenbar durch jemanden, der diese Daten gesammelt und weitergegeben hat, ein bisschen in die Bredouille kommen. Und nachdem der Herr Dr. Daus auch ein vermögender Mensch ist und eine florierende Firma hat, ich bin natürlich interessiert, auf welcher Insel er sein wird. Mein Vermögen steckt also in den Firmen, das ist es wert. Wir haben ja vor 20 Jahren begonnen, selbstständig zu werden. Ist das nicht laut genug? Aha, nein. Und daher also brauchen wir alles, um in den Firmen hineinzugehen. Also was wir haben, vielleicht ist das ein ordentliches Vermögen, sind unsere Beteiligungen. Wir sind ja eine Gruppe, die damit begonnen hat. Da ist nicht so viel übergeblieben. Wir haben vorhin die Gewinne nicht ausgeschüttet, sondern wir schütten im Jahr, wenn wir andere Aktionäre haben, 1 bis 1,5 Millionen aus, nicht mehr. Das wir behalten. Dort zahlt sich nicht aus. Das zahlt sich nicht aus. Das zahlt sich nicht aus. Und auch Ihr Konzern versteuert in Österreich. Wo wir halt sind, ja. Wo wir müssen. Wir sind im Wesentlichen einmal die Produktionsunternehmen und die Retail. Also haben wir im deutschen Sprachraum, also in Deutschland und in Österreich. Ja, wir werden vielleicht auch mal größer werden, wenn wir auch den deutschen Sprachraum verlassen, aber das werden dann schon hoffentlich oder wahrscheinlich meine Nachfolger machen, denn die überlebenden Gründer, das ist der Professor Paschke und ich, und wir sind nicht gerade unmittelbar. Nein, das war auch nur so ein bisschen zur Auflockerung gemeint. Der ernste Hintergrund sozusagen der Frage, nicht zuletzt dieser Fall jetzt, das war auch schon vorher natürlich in Diskussion, hat jetzt aber die Diskussion verstärkt, nämlich die Frage, braucht es eine stärkere Kontrolle der Finanzströme, um solche Dinge eben zu erschweren, um, wie man so schön sagt, die Steueroasen auszutrocknen. Da hätte mich Ihre Meinung interessiert, ob da sozusagen die internationale Politik aus Ihrer Sicht gefordert ist, etwas zu tun. Ja, die Frage ist, wer wird was tun? Man kann es, wird der Eurozone was tun? Wird die EU tun? Wird es möglich sein? In Wahrheit beginnt es einmal damit, aber im Augenblick ist die Hysterie so groß, überall medial, aber in Amerika eigentlich am wenigsten, aber im deutschen Sprachraum am stärksten auch. Andere Länder, wenn man, also meine Sprachkenntnisse halten sich in Grenzen, ich kann also englische Sachen lesen, die schreiben fast nichts, ich weiß nicht, die Financial Times oder was, wenn man diese durchblättert, nicht ganz wenig. Was, ja, weniger. Also, viel weniger als bei uns und weniger. Der Guardian ist da in England eher federführend. Ja, aber viel weniger aufgeregt. Ja, das ist generell. Aber okay, was ist das Problem? Natürlich, Steuerhinterziehungen hat es immer gegeben, wird es immer geben. Dass man sie bekämpft, ist eine logische Frage, aber da gibt es ein Problem dabei, ich will das weder irgendwas verteidigen oder nicht. Es gibt ungeheuer unterschiedliche Steuergesetze. Wir haben das Steuerrecht, ist wie viele Rechtsgebiete rein kasuistisch. Das heißt, für Fälle da, das heißt, was in einem Land besteuert wird, wird im anderen nicht besteuert und beim anderen höher und beim dritten wieder niedriger. So. Und jetzt gibt es halt dann Leute, mehrere Typen. Nicht? Das sind also die ganz großen multinationalen Konzerne, die können wir auch was. Wenn Sie sich das anschauen, ich bringe das zusammen, wenn ich dort Finanzchef wäre, wäre ich verpflichtet natürlich dazu. Das heißt, also, es würden mich meine Aktionäre prügeln, wenn ich es nicht mache. Oder besser gesagt, sie werden mir ausgehauen, wenn sich jetzt sowas bietet, wenn ich Steuern zahle. Nicht? Also, wenn Sie eine große Konzerne anschauen, die Milliarden Gewinne machen, dann zahlen die
davon, jetzt will ich weder Namen noch sonst was sagen, aber jeder liest, wenn er Berufsbilanzen und dass sich da etwas drinnen spricht, wie weit das funktioniert. Ein Beispiel ist auch der Österreicher. Da wäre ein kleiner österreichischer Mittelständler, der würde dicke Kerzen in der Kirche anzünden und so wenig Steuern zahlt. Weil, was soll der machen? Der zahlt volle Länge, 40%, etwa 40% und dann hat er die Mehrwertsteuer, was weiß ich. Und die zahlen, boah, 10. Aber war 2, 4%, 5%, gigantisch. So, das ist keine Steuerhinterziehung, ist völlig legal. Nur muss ich halt dann in 20 Ländern präsent sein. Ich kann meine Technik im niedrig besteuerten Land ansiedeln und die tue ich dann vermieten in ein hochbesteuertes Land, wo ich eine Firma habe und dann ziehe ich die Sachen, da ziehe ich so ab, das was ich also an Mieter kriegt oder wie immer das rechtlich konstruiert, ist ja völlig wurscht so. Und dann gibt es diejenigen, die glauben, sie müssen sich ein bisschen sichern. Früher war das sehr oft, ich bin ja ein Vierteljahrhundert im Bankgeschäft gewesen. Ich habe wie immer im Beruf, ich habe immer das, na fest kann man gar nicht sagen, ich habe dafür gelernt, ich habe immer ganz unten angefangen, also sowohl im Bankgeschäft als auch in der Industrie oder so nicht. Also vom Hilfsarbeiter, also das war ich. Und aber als Student. Ja, natürlich. Ja, als Gymnasiast. Ja, und da lernt man viel. Und die Entscheidung ist also dabei, das ist nicht gerecht. Da ist alles querbeet durch. Und natürlich werden es wieder etliche erwischen. Ob das die wahren Sünder sind, weiß man nicht. Ich weiß auch nicht, wer das ist, wie das ist, welche Konstruktionen halten, welche halten nicht. Es gibt ja unzählige Sachen, also wie die Leute das legen, also vom Konto bis zu Firmen, bis zu Treuhandschaften, also ich weiß nicht, wie das alles gehen soll und welche Informationen tatsächlich da sind. Es ist ja auch so, dass jetzt diese, da in der Regel da in den mexikanischen Golf, also da in jenem Teil des Pazifik, dass da ein Haufen Inseln drin sind, die in der Regel englische sogenannte Außengebiete sind, das heißt unter englischem Recht stehen, auch einen englischen Gouverneur in der Regel haben, nicht wahr? Also, was wird dort geschehen? Da gibt es sehr viele dort, fast jede große Bank eine Niederlassung dort. Ja, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Also Sie sind eher nicht sehr optimistisch, dass sich da jetzt wirklich was bewegt. Es dauert endlos lang und dann ist schon eine gleiche Besteuerung. Jetzt nehmen wir mal her und sagen, wir besteuern kleine Länder Österreich und Holland. Also den Holländern geht es ja gut, aber die Industrienation immer ein kleines Land, Handelsleute sind ausnehmend tüchtig. Sehr international. International, okay, uns. Und das, ich muss gerade sagen, ich bin ja bei Ahnung von Steuern und finanzwissenschaftlich kenne ich mich ein bisschen aus, aber ich stelle mir mal das Holländische, um nur irgendwas zu sagen, wir sind nicht vorbereitet, wir haben es nicht vorbereitet. Ich sage das aus dem Bauch heraus, nehmen wir das österreichische Steuern und sage, für die gleichen Einkünfte oder wie immer vergleichen wir, was passiert dort, was passiert da. Die Holländer sind ein recht wohlhabendes Land, wir auch, obwohl wir unsere Wohlhabenheit immer übertreiben, was wir ärgern, weil das ist am letzten nicht, was wir da tun, reichste Länder der Welt und alles am letzten. Aber es geht. Das sagt die OECD immer, das sagt eher die OECD. Nein, das sind wir schuld. Wir liefern ja nicht als Material dazu. Und der OECD ist das nur recht, müssen wir mehr zahlen. Also, immer dasselbe. Also, egal wie die Dinge liegen. Das vergleichen und einmal schauen, wir schauen in zwei entwickelten Industriestaaten, wie schaut dort die Steuerrechte aus. Und was ist da zwischen die zwei? Was würde man da machen, wenn man sagt, jetzt möchte ich minimieren, der Holländer will seine minimieren und der Österreicher? Was macht er? Und dann vergleichen wir einmal, das war so eine spontane Idee von mir, ist vielleicht falsch, und sagen wir dann, aha, und wie schaut der Holländer mit dem gleichen Gewinn aus, wie schaut der Österreicher aus, wie schaut der holländische Lohnsteuerpflichtige, also die Lohnsteuer ist ja nur eine Einhebungsform der Einkommensteuer, die für den Lohnsteuerpflichtigen deshalb nicht angenehm ist, weil er sofort zahlen muss, es wird ihm abgezogen, es gibt da Länder, wo das nicht ist, schauen Sie, in der Schweiz, das ist auch wieder anders, also ist alles anders.
Und daher ist das alles sehr eigenartig aus. Mehr kann man nicht sagen. Hoffentlich wird es vernünftig gemacht, ruhig gemacht, dass die Länder haben wollen, dass die Leute an ihre Steuern sollen. Das Tunlichste in dem Land, in dem sie angesiedelt sind, ist normal. Die Staatsexpansion ist gigantisch. Es wird immer mehr reguliert. Und wenn Sie die Bürokratien anschauen, die da sind, wir müssen ja sehr aufpassen, dass uns die Marktwirtschaft nicht in der Verwaltung erstickt. Das ist Haupt- und die Höhe der Steuern wäre natürlich da auch ein Punkt, der Zusammenhang vielleicht wäre die Steuermoral höher, weil die Steuern niedriger wären. Naja, da gibt es ja Leute, dann würde man höhere Steuern, gibt Leute, die glauben das. Ob das so ist, weiß ich nicht. Sagen wir der idealistische oder der ideale Steuertyp und der überaus legale, den gibt es auf der Welt nicht, den kann er zwar gern steuern. Also daher wird man wohl oder immer einen gewissen Druck haben und wird eine Korrektheit verlangen müssen und wird gewisse Bedrohungen aufstellen müssen, wenn man so nichts übertreibt. Vielleicht ein Punkt noch zu dem Thema, weil er gerade in Österreich jetzt doch so, wie Sie gesagt haben, aufgeregt diskutiert wird. Abschaffung des Bankgeheimnisses, das natürlich auch zu diesem Komplex gehört. Wie ist da Ihre Meinung? Schauen Sie, ich war fast ein Vierteljahrhundert meines Lebens im Bankgeschäft. Ich habe das so von angefangen, habe ich im Tresor der Brustwart präsentiert in Köln, als 18-Jähriger. Und dann war ich halt der Schirer lange Jahre und bin dann Generaldirektor und relativ jung, aber ich habe ja jung angefangen. Und wir haben international die Bank verflochten, wir sind sehr groß damit geworden, der Sparkassensektor war damals in einer großen Aufschwungphase und wir haben auch Schweizer Beteiligungen gehabt, das ist kein Geheimnis, die Giro hatte einen Anteil an der Handelsbank in Zürich, das war eine solide Bank, es gab dann noch zwei berühmte andere große Aktionäre gegenüber uns, kleinen, aber es war für uns interessant, es gehörte der größte Teil der Handelsbank in Zürich, die ist auch lang weg, die gehört kurz, glaube ich, den Engländern und die gehört der Royal Bank of Scotland und die ist wieder zum teilverstaatlichen Teil. Aber damals gehörte Nestle ein erheblicher Teil und Oetker ein erheblicher Teil und uns ein kleiner Teil. Ja, da gab es internationales Geschäft, jede Menge, nicht wahr? Damals, das war 1969, 1970, wir da auch teilen. Es ist sicher sehr viel geändert. Ich bin aus dem aktiven Bankgeschäft 75 ausgeschieden und bin dann nicht mehr ins Bankgeschäft zurückgegangen. Ich war zwar eine Zeit lang noch Präsident des Sparkassenverbandes, aber ich bin nicht mehr aktiver Banker gewesen, sondern bin in die Industrie gegangen. Das war keine Frage. Daher hat es das immer gegeben und die Frage ist, je mehr die Welt international verflochten ist, na, umso mehr muss ich zulassen, dass es internationale Finanzströme gibt. Was mir nicht sehr gefallen hat, ist die daneben gelungene Globalisierung, die von den Amerikanern ausgang nahm, die also mit dem damaligen, das ist fast vergessen, Washington-Konsensus, jetzt sage ich was gar nicht, ich habe keine Gegnerschaft zu den Amerikanern, wir verdanken ja natürlich, dass in Europa seit 45 eine relative Ruhe ist, hat es in unserer Geschichte ja nie gegeben, also auch in der Zeit des Kalten Krieges hing damit zusammen, dass der Westen also doch ein relativ kompakter Block war. Daher bin ich kein Anti-Amerikaner. Und die Frage ist also eine andere. Ich habe den Eindruck, aber das kann falsch sein, nachdem ich ja nicht mit dem amerikanischen Präsidenten auf Du und Du bin, die jedenfalls dort gewesen sind, die haben blitzschnell eine Globalisierung gemacht, und haben den sogenannten Washington-Konsensus gehabt und von dort ausgehend war eine fast revolutionäre Wendung im ökonomischen Denken. Das war es vergessen. Nach dem Krieg hat der unter dem Eindruck des Krieges hat der Keynesianismus dominiert, der ja in der Krise konzipiert wurde, die großen Arbeiten von Keynes im Ende der, also in den 30er Jahren geschrieben worden, nicht mehr. Und dann gab es nach dem Krieg eine übertriebene Schule des Keynesianismus, der Ost-Keynesianismus, das war der Erwin Heinz, der American Video-Ökonomist. Und da gab es eine Gegenbewegung, die mit den Monetaristen begann und die dann vor allem einmal in der Chicagoer Schule der
also Kopf der Milton Friedman ja, war. Nicht wo auch natürlich die österreichische Schule der Nazi. Ja, die kam dazu, der Hayek vor allem einmal. Aber der wollen wir nicht so eine ja, ökonomische nein. Vorlesung haben, ja, aber so war das. Und ja, wenn Sie wollen, halt mal eine ökonomische Vorlesung. Aber die Frage war so, und das drehte sich alles in eine völlig andere Richtung mit. Es war die klassische Ökonomie, der Markt regelt alles, das geht alles voran. Etwas, an das ich nie geglaubt habe, das war eine Verfolgung. Und das ging schief. Das ist ein großer Teil der jetzigen Schwierigkeiten, die wir haben. Die Yankees, geschickt wie sie sind, haben es überwunden. Heute, wenn Sie mal anschauen, wie sie agieren, und ich das richtig, weil ich nicht äußern, haben sie überwunden, wir nicht. Bei uns stecken überall nicht in Österreich. Was wir tun, ist jetzt nicht, weil wir blöd oder was sind, sondern weil wir klein sind. Es ist völlig wurscht, was wir tun. Also bei uns heißt jetzt in der EU? Naja, er hat schon überall. Das ist in allen Köpfen drin, der Politiker und überall. Die wissen nicht, dass das in ihren Köpfen drinnen ist, aber es ist drin. Und die Frage ist, naja, muss kein Ökonom sein, deswegen kann er auch nur der Politiker sein. Wenn Sie ihn anschauen, jetzt will ich absichtlich keine Namen sagen, von prominenten Leuten, die wichtig, keine theoretischen Ökonomen, sondern Prominente, die in der Wirtschaft, in den Banken, in den Nationalbanken vor allem große Rollen spielen, dort dominieren im deutschen Sprachraum die Chicago Boys. Ja, falsch jetzt nicht, also geht nicht, Sie sehen, was wir im Süden Europas anrichten. Nicht? Das sind einfach, das funktioniert nicht. Diese Art von marktwirtschaftlicher Vorstellung, die geht nicht. Damit ruiniert man die Marktwirtschaft. Dabei haben wir im deutschen Sprachraum ein relativ vernünftiges System nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Das war die Idee der sozialen Marktwirtschaft, die als erster vom Hauptberater des Erhard von Müller-Amack, der Ökonomieprofessor war, als Begriff gesagt wurde. Das ist kein theoretisches Gebäude, überhaupt nicht, das ist es nie gesagt, nicht, sondern es ist der Versuch, einen sozialen Touch in die Marktwirtschaft hineinzukriegen. Das ging mit dem Keynesianismus als Basis besser, obwohl in Wahrheit damals der große ökonomische Theoretiker in Deutschland, das war der Eucken, das war ein sogenannter Ordoliberaler, aber es ist der Ordoliberalismus was völlig anderes als der Liberalismus der Vereinigten Staaten, nicht wahr? Und ja, aber der Keynesianismus und die katholische Soziallehre mit der Eigentumsverteilung, mit der anderen, hat damals eine Rolle gespielt und das war deshalb so wichtig, weil man im deutschen Sprachraum eine panische Angst hatte, dass das marktwirtschaftliche System, das in den 30er Jahren praktisch zusammengebrochen ist und die Diktatoren wie die Nationalsozialisten Hitler und so, war doch nicht nur ein ideologisches Problem, sondern das war einfach eine Frage, die Leute waren arbeitslos, haben sich gefürchtet und haben gesagt, der Hitler hat die höchsten Wähleranzahl gehabt am Höhepunkt der Arbeitslosigkeit. Das war bei uns in Österreich genauso, dass er von Nazi gewimmelt. Nicht wahr? Aber ich bin uralt, also 33 geboren, aber dafür war ich jung, das habe ich. Und was erzählen war, aber im Krieg war ich dann schon alt genug, um da Gespräche mitzukriegen und sie zu verstehen. So, das war die Situation. Und daraufhin hat man sich gar nicht mehr getraut, das klassische Modell der Marktwirtschaft zu nehmen, sondern hat mit der sozialen Marktwirtschaft abgefangen, damit die Leute nicht wieder an einem Planungssystem der Wirtschaft, die ihnen den Arbeitsplatz sichert, und das hat sie gemacht, auch in Russland, so elends den Leuten gegangen ist, in Ostdeutschland, ostdeutsche Firmen, ich rede immer mit den älteren Kollegen und Kolleginnen absichtlich. Ich habe auch viel in der DDR verhandelt für Österreich. Und da habe ich gesagt, das ist die Angst, die drinnen war. Dagegen war die soziale Marktwirtschaft. Das hat funktioniert. Das ist so ein Kurs wiederkommen. Und Sie haben gewisse Sorge, wenn ich das richtig verstehe, dass sozusagen die Marktwirtschaft jetzt in Europa durch die falschen Lösungsansätze, die zur Krisenbewältigung wieder in Schwierigkeiten kommen. Also schauen Sie, um das ganz klar zu sagen, also hoffentlich irre ich mich. Das heißt, in vielen Dingen, wo ich eine Meinung habe, da könnte was schief gehen, habe ich immer die große Hoffnung, dass das, was ich sage, ein Blödsinn war und dass das eh nicht kommt. Also wenn ich in Ländern wie Spanien, Italien, Griechenland, Portugal, das sind die kleinen Zyprioten, das ist egal, ob sie in Frankreich fahren, schauen, das ist nicht so gut. Wenn ich dort die Arbeitslosigkeit der Menschen unter 30 sich an die 50%-Grenze nähert oder dort ist,
Entschuldigen Sie, ich provoziere ja revolutionäre Stimmung. Da kommt die Dummheit im wirtschaftlichen Bereich dazu. Ich verstehe da in Paris, Brüssel nicht. Das Wirtschafts- und das politische System sind untrennbar verbunden. Es ist völlig sinnlos zu sagen, ja, ein gutes politisches System erschlägt wirtschaftliches oder umgekehrt. Das geht nicht. Das ist eins. Die Ökonomen trennen scharf, als politologisch nicht arbeiten wollen. Kenne ich, war im Institut für Wirtschaftsforschung als junger Mann auch, in meinem Lebenslauf. Also das geht nicht. In der Praxis ist die Politik und die Wirtschaft untrennbar verbunden. Wer da glaubt, da kann das sinnlos, das geht nicht. So, na was machen wir, wenn extreme Links- oder extreme Rechtsparteien in diesen Ländern gewinnen? Was ist dann? Was ist dann mit der EU? Was ist dann? Die sagen, jetzt planen wir. Jetzt verstaatlichen wir, jetzt planen wir. So, was geschieht dann? Was geschieht dann? Was passiert? Was? Hoffentlich kommt es nicht. Hoffentlich, der Bock muss langsam drehen, sich die Meinungen, aber sehr langsam. Die Frage ist nur, was tut man? Ja, weil das Ganze hat ja eine wesentliche Ursache sozusagen im Wesentlichen ist es eine Staatsschuldenkrise, also ich kann das nicht. Herr Kollege, ja, aber die Frage fängt ja mal an. Also es ist kein Geheimnis, dass ich mit dem Helmut Kohl sehr gut war, bin mit ihm sehr gut, auch mit Franz Josef Strauß und auch mit dem deutschen sozialdemokratischen Kanzler Schmidt war ich relativ gut. Und der Helmut Kohl hatte immer einen Traum, und es gab gelegentlich Gespräche zu dritt vom Strauß, von Kohl und von mir. Der Strauß und der Kohl haben nicht selber eingestimmt, und ich war der dritte Österreicher, das ausgleichende Element, aber die beiden waren für Österreich sicher. Aber sie haben mit mir gern geredet, sie haben bestimmte ökonomische Fragen immer wieder mir noch gesagt und gefragt. Aber um das geht es gar nicht, sondern der Kohl war zu einer Zeit, als Oppositionsführer der CDU war und in deutschen Zeitungen bis hin zu den sogenannten Qualitätszeitungen verlacht wurde, gerade was auch die Frankfurter Allgemeine, kann mich noch erinnern, brachte Karikaturen, wo der Kohl seinen Spitznamen, die Birne, also in der Karikatur sah, eigentlich auch Hutzbe nicht war, aber es war so. Und der Kohl hat von zwei Dingen geträumt. Das war die deutsche Wiedervereinigung. Das war eines, von dem er sicher geglaubt hat, dass das so kommen muss. Und dass die CDU, CSU wieder die Mehrheit kriegt und er Kanzler wird. Das hat er offen gesagt. Der Strauß hat die Augen verdreht. Ich gebe ehrlich zu, ich war so eher, hab mir gedacht, naja, Helmut, so bei aller Sympathie, aber jetzt übertreibst vielleicht ein bisschen. Da gar keine Rede, das kann. Und ich kann mich an ein Gespräch erinnern, da ist er dann wirklich ganz gut abgeschnitten, da hat er den Strauß noch als Kanzlerkandidaten vorgelassen, der dann runtergestürzt ist und sich gefreut hat, dass man sich in Hamburg 50.000 Leute bei seiner Versammlung waren oder wie das war, gigantisch hat er mir noch gesagt. Aber der Strauß hat in Deutschland, war der Urtyp des Bajuwaren. Und den haben sie die Leute angeschaut, begeistert angeschaut, weil er reden konnte und der Hetz war, aber sie haben ihn nicht gehört. Das war ein Unterschied. Und er hat dann die Wahl verloren und dann ging der Kohl, es gelang dem Kohl als Ersten, den Genscher dazu zu bringen, aus der Koalition mit dem Schmidt, also so abzuspringen. Und dann ist er Bundeskanzler geworden. Und dann kam die nächste Geschichte, Wiedervereinigung. Da hat er zwar immer dazu gesagt, muss man zu seiner Ehre sagen, also ob ich das noch erlebe, weiß ich nicht. Aber ich höre nicht auf davon, zu denken und daran zu reden. Die haben mir gedacht, na ja, gut, ne? Noch nichts. Aber kann auch. Darf ich da fragen, weil wir ausgegangen sind sozusagen? Nein, ich komme jetzt zum zweiten Fall. Okay. Was lernen wir daraus für heute? Unter dem wir jetzt leiden, das hat alles eine Vorgeschichte. Ja. Und das muss man lernen. Diese deutsche Wiedervereinigung war in den Köpfen der Kriegsgewinner genau das, was sie verhindern wollten. Das muss man auch wieder ganz offen sagen, ich will nicht, dass man da lang redet. Es gibt eine berühmte Gromyko-Rede, fragen Sie mich nicht mal an, 70er Jahre oder wann das gewesen ist, wo er gesagt hat, der Zweite Weltkrieg ist also für die Sowjetunion
war befriedigend, sie haben gewonnen, aber Westdeutschland ist ja noch zu groß. Die 60 Millionen Westdeutscher sind zu groß, aber bitte, es gibt eben die vier Teile Deutschlands, das ist das, was da zieht war, das ist also Westdeutschland, das gehört zum Westen, dann gab es die DDR, das gehört zum Osten, dann gab es Österreich, wir waren neutral, das hat in den russischen Kopf große Rolle gespielt. Und dann haben sie über 100.000 Quadratkilometer abgezwickt, die heute polnisch sind. Man hat also Polen parallel verschoben nach dem Westen und hat in die damalige Sowjetunion, diese 100.000 Kilometer, die heute die Ukraine zum Teil und Weißrussland sind und die einmal heute Österreich zum Teil waren, aber das war Westpreußen, Ostpreußen, das ist ja weg. Halt. So, das war's. Und das war das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs, das wollte man nicht ändern. Dann kam das Zusammenbrechen des Kommunismus, der offenbar wirtschaftlich nicht ausgehalten hat, und der Gorbatschow, jetzt weiß ich nicht, wie sie das in Moskau damals angespielt hat, ich kann mich erinnern, ich habe einen Vortrag gehabt, da haben sie den Professor Rothschild, den Heinze Kinsmann und Wien, die Akademie der Wissenschaften eingeladen, und da war schon die Wende da, und da haben wir Vorträge gehalten in Moskau wie hat Österreich die Kriegswirtschaft überwunden? Sie haben nicht gesagt, wie hat es die Warenwirtschaft eingeführt, in Wahrheit war es nicht, sondern wir sollten erklären, wie Österreich die Kriegswirtschaft überwunden hat. Also ganz spannend, wie das kam, war eine Mordsdiskussion, die wir nicht verstanden haben, weil die Jungen und die Alten Akademiker gestritten haben. In der Akademie der Wissenschaften in Moskau ist was Gewaltiges. Also ich kann leider nicht Russisch, ich glaube der Heinze Kinsmann kann es auch nicht und der Rothschild bin ich mir nicht sicher, aber es glaube, der ist ja jetzt erst gestorben, der ist doch sehr alt geworden. Der Heinze ist über 90, ich war da dabei, ich war mir der Jüngste, unterdessen bin ich mir da etwas der Tempora Mutantor. Et pias et nos mutamur in eos. Ich kann nicht mehr Latein, ich bin so gut, drei Sätze. Aber so, jetzt kommt es. Und jetzt begann der Kampf um die deutsche Wiedervereinigung in Westeuropa. Da gab es eine wilde Gegnerin, die ich auch gut gekannt habe. Das war die Margaret Thatcher, die übrigens heute gestorben ist. Die heute gestorben ist. Mit 87 Jahren ist sie heute gestorben. Eine wilde Gegnerin. Das ist natürlich etwas streng Geheimes, wenn Sie Ihre Memoiren lesen. Das ist spannend anschauen. Ich habe es nicht ganz gelesen. Nichts so dafür, weil Kapitel, die mich interessiert haben, habe ich gelesen. Auch seitenweise gegen die deutsche Wiedervereinigung, weil man gesagt hat, wir wollen nicht daran, dass die Deutschen sind wirtschaftlich eh schon so stark, da keine politische Führungsrolle. Auch der Mitterrand war dagegen. Den Gorbatschow hat er Kohle hingekriegt. Der hat nicht, der hätte eigentlich dagegen sein müssen, hat er hingekriegt. Aber da ist das alte Geschichte, deutsch-russische Verhältnis durch Jahrhunderte in Österreich. Nicht, das war immer der Traum, das war so die Hassliebe der Russen. Ach, aber ich würde nicht sagen, weil da würden sie natürlich jetzt voll heftig protestieren. Nun, nicht sie, die Russen. Und da kam dann die Geschichte, der Mitterrand war auch dagegen, wild dagegen am Anfang. Und dann hat er offenbar unter dem Einfluss französischer Ökonomen, ab wer ihn da beraten hat, weiß ich nicht, gesagt, er stimmt zu, wenn die Deutschen die D-Mark durch den Euro ersetzen. Ich sage das kurz, dem hat er Kohl zugestimmt, den ökonomische Fragen nie nahegegangen sind. Das war er nicht, hat er offen gesagt, verständlich. So. Und so hat er den Euro gekriegt, viel zu früh, viel zu unüberlegt, nicht mehr so. Und jetzt schlecht konstruiert. Ja, und jetzt werden wir damit nicht gut fertig. Jetzt haben wir heftige Probleme damit. Denn bislang war die Geschichte einfach, die Deutschen waren ja ökonomisch in einer so leichten Lage, weil jeder ununterbrochen gegen die Mark abgewertet hat. Das heißt, ob das jetzt der Frau war, ob das der Tilly war, die darin haben gemütlich damit gelebt, nicht wahr? Und ob das also der Spahn, der Peso war, was alle haben abgewertet. Wir Österreicher natürlich nicht, denn wir haben den Schilling im Jahr 78, glaube ich. 78, ja, also soll es sein, 77 oder nein. Gebunden. Der Hannes Andrus war Finanzminister und der Stefan Korinner, Notmann, weiß nicht, haben wir fixiert den Wechsel. Das heißt, ab 78 haben wir die D-Mark gehabt, um das ganz kalt zu sein, weil wir geändert haben. Da hat es heftige Proteste der Gewerkschaft gegeben, Proteste der industriellen Vereinigung damals, aber die beiden Herren und haben auch Unterstützung gehabt, gebe ich zu, ich war auch nicht so ein Gegner, nicht mehr, dass man das so macht, das geschah. So, und dafür mussten wir uns für Unterbrochen anstrengen,
dass man voll bleibt. Wenn man die Schere abwerten ist, sagt mir nicht mehr sie. Es ist auch gelungen. Daher haben wir ungeheure Produktivitätsfortschritte gemacht, haben uns entwickelt. So, jetzt kommt der Euro und jetzt konnten die nicht mehr abwerten. Und da fangen wir an Schulden gehabt. Ne? Das ist automatisch gegangen. Die haben nicht schlecht gelebt mit der ständigen Arbeit. Sie sind natürlich immer abhängiger geworden. Das heißt, wir konnten die Industrien aufbauen und denen das Zeug verkaufen, was sie wollten. Und dann sind wir nach Urlaub zu einer gefahren. Nicht? Ist klar. Na ja, cool, wunderbar. Dann kam der Euro, aber nicht überlegt, was wir jetzt tun, sondern jetzt haben wir die Malaise und müssen damit fertig werden. Ich habe doch, was ich vorhin das Birkel, das ich mit, zusammen mit dem Oliver Danzer von der Furche. Umverteilung neu. Ja, Umverteilung neu geschrieben. Und da habe ich meistens über die Währung geschrieben. Da habe ich gesagt, der Euro ist ein Experiment. Ich wollte nicht bösartiger sein, ein Experiment, das noch nicht gewonnen ist. Nicht? Das, mehr habe ich nicht geschrieben, das muss ich hineinschreiben. Wobei, wenn ich kurz nachfragen darf. Ich rede zu viel von. Nein. Wir kommen dann noch dazu, aber was mich natürlich interessiert bei dieser Euro-Diskussion, sozusagen nur ein Ding. Ja, Sie haben das ja sehr treffend jetzt analysiert, die ist. Dass der Euro oder die Währungsunion auf wackeligen Beinen steht, weil es unüberlegt oder zu wenig, ich glaube, das ist. Das geht gar nicht. Es war die Bedingung für die Wiedervereinigung. Das ist in der Zwischenzeit Konsens. Aber aus meiner Sicht gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich gehe einen Schritt zurück. Das heißt, ich verkleinere, um es ganz plakativ zu sagen, die Eurozone, oder ich gehe einen Schritt nach vor und ziehe nach sozusagen eine politische Union, viele nehmen das Stichwort Fiskalunion, die es halt im Normalfall für Währungsunion braucht. Welche der beiden Wege, auch wenn beide nicht über Nacht gehen, wäre Ihrer? Herr Schäferhütter, ich kann das darlegen, wie es geht. Schauen Sie, wenn ich eine gemeinsame Währung habe, ja, in einem Bereich, ich habe sie nur in 17 Staaten, 10 ja. Ist auch nicht. Das wir reden nur von der Eurozone. Nein, dazu ja. Eurozone, die Kroaten kommen jetzt auch dazu, denn mit 1. Juli sind die ja bei uns erinnert. Nur in Parenthese gesagt, da müssen wir die Serben annehmen, das geht nicht, sonst habe ich durch. Die haben sie ja gerade umgebracht mit, also daher brauchen wir eine Ruhe da in den Balkan. So, aber jetzt, das ist eine richtige Frage von Ihnen. Die Frage ist jetzt sehr einfach. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und überlege, was tue ich? Ich habe aber zunächst Länder dazugenommen, die man nicht hätte dazunehmen dürfen. Das war der erste Fehler. Aber das war Politik. Zypern, auch Spanien. Um das ganz klar zu sagen, die Italiener mussten dazu. Bei den Italienern habe ich eine Sondermeinung, das ist eine der reichsten Länder dieser Erde. Der Norden Italiens ist vielleicht der reichste Teil dieser Erde. Das ist ja gerade mit der Statistik ausgekommen, dass der Durchschnittsitaliener also ein doppelt so großes Vermögen hat wie der Durchschnittsdeutsche und der Durchschnittsdeutsche. Aber auch der Spanier. Ja, das andere eine Mentalität, der andere Nation. So, was tue ich? Die bringe ich nicht aus, das kann ich lassen. Aber richtig ist, ich kann mich etwas reduzieren, muss ich aber sehr vorsichtig sein. Muss denen sofort helfen, dass dort kein Theater entsteht und nicht schreien und sagen, da muss jetzt gespart werden. Ich kann, jetzt kommt wieder das Nächste, da bricht jetzt, ja, wie soll ich das jetzt formulieren, da bin ich am Plätzchen so. Das heißt, jetzt kann man nicht sagen, dass die Deutschen es nicht verstehen. Und bitte, bei Politik ist was anderes. Der Schäuble ist sicher ein guter Politiker, aber der hat mit Ökonomie nicht viel am Hut. Das ist ein Verwaltungsjurist, der gelernt hat, ein guter Innenminister, und ist halt dann Finanzminister geworden. Auch der Frau Merkel. Bitte? Der Physikerin, Ökonomin. Ist sicher gescheit, die Merkel, weil sonst war sie was aber im Forschungsinstitut der DDR. Auf der anderen Seite ist sie in der DDR sozialisiert, auch wenn sie eine Pastorentochter ist. Sie müsste aber viel wissen, nicht mehr als die nicht im Osten sozialisiert sind. Aber das muss sie sagen, ich kenne sie nicht mehr, ich habe ein einziges Mal mit ihr für eine Stunde geredet, das ist alles, da war es nur Oppositionsführer. Aber das ist das Erste, was man tun kann, da gebe ich Ihnen schon recht. Den Euro jetzt, und das Entscheidende ist, wenn ich eine gemeinsame Währung mache, muss ich auch erhebliche Teile, vor allem im Finanzbereich,
meiner wirtschaftlichen Souveränität verzichten. Das wäre der Schritt nach vorne sozusagen. Aber an Franzosen das sagen geht nicht. An Italiener das sagen geht nicht. Nur die Engländer sind gar nicht dazugegangen. Der Cameron hat daheim Schwierigkeiten, die wollen nicht austreten aus der EU. Denn er hat gesagt, wir gehen aus der ganzen EU raus. Das hat er gemeint, ich kenne den Herrn Cameron nicht. Das sehe ich nur in der Zeitung und im Fernsehen hier und da in den Nachrichten. Das heißt, dort liegt es jetzt. Schaffen wir das? Bleiben wir in dem Bereich? Wenn wir in dem Bereich bleiben, werden wir jetzt viele Jahre zahlen müssen. Zu glauben, dass wir jetzt plötzlich die Staatsschulden haben, ist alles ein Unsinn. 10-Jahres-Pläne sind also kurzfristige Pläne, wenn wir die jetzt machen. Ja, und das sollen wir jetzt im deutschen Sprachraum, in Deutschland und in Österreich, der Bevölkerung verkaufen, wo wir ja anders erzogen sind als in den anderen Ländern. Wir sind noch immer, das ist ein großer Vorteil für uns, aber natürlich politisch manchmal ein Nachteil, wir sind noch immer für die Arbeit erzogen. Und wir sind noch immer erzogen, auch die kleinen Kinder, die jetzige Generation zum Sport, obwohl die ja so viel, sagen wir schon viel lockerer sind, weil sie doch wohlhabend aufgewachsen sind, auch in den Durchschnittsfamilien, nicht nur sind wir da. Daher, Sporen, mit dem gewinnt man wohl, aber wenn es eine Katastrophe ist, meine ich gar nicht sparen darf. Ja, vor allem, wenn die anderen sparen. Nein, das Problem ist ja ganz anders. Also ich habe eine Industriekapazität von 100 und irgendwas zusammen generell. Und jetzt bricht man die Konjunktur ein und ich habe eine Industriekapazität von, also Auslastung dieser 100% Kapazität, die zahlen wir es abschreiben sollen. Aber nur mehr von 70, um irgendwas zu sagen. 30% habe ich verloren durch die Konjunkturentwicklung. So, und jetzt ist das Naheliegendste im deutschen Hirn und jetzt spare ich. Jetzt spare ich mal ein, was weg ist und dann haue ich es nochmal zusammen und dann bin ich hin. Dann habe ich die 30er Jahre. So, ich muss jetzt eine Achse, damit die Leute wieder Geld haben, Nachfolge und kaufen. Sonst habe ich die Lernkapazitäten, das ist deutlich, halte ich nicht aus. Also jetzt in der Lage sind wir. Jetzt kommt Keynes. Natürlich. Aber das hat es vor dem Keynes, den Marshall schon gegeben, ist nicht neu. Und dann gab es einen Österreicher, jetzt, und zwar einen Privatgelehrten, der im 19. Jahrhundert das schon geschrieben hat. Wie hat der geheißen? Ich habe das Buch bei mir daheim in der Geschichte. Aber ja, war schon da neu. Und dann gab es was noch Lustigeres, aber das ist ja ganz, ganz arg. Ich war viele Jahre im Sparkassensektor, also war in der Schirung im Sparkassensektor und da wurde immer ein geistlicher sicherlich Wertteil. Also als Gründer der ersten österreichischen, die Sparkassen sind ja aus sozialen Gründen gegründet worden, logisch, und der Geistliche, das war der nicht wirklich. Der hat schon zu den Gründern gehört, aber der Gründer war ein Wiener Geschäftsmann, der dann verurteilt wurde und gestorben ist, weil er Geld angeblich gefälscht, also Geld sich selber gedruckt hat, gemacht hat. War ein schweres Verbrechen und der ist dann in den berühmten Brünner Kasematen zugrund gegangen, also als Häftling. Und von dem gibt es Äußerungen und Meinungen, die schriftlich festlegen. Und der hat dann den Keynes vorweggenommen, der hat gesagt, das Hauptproblem, das wir haben, ist, dass zu wenig Geld gibt. Wenn ich mehr Geld habe, geht es den Leuten besser und ich verteile es anders. Den Versuch gibt es ja jetzt ohnehin, sowohl die amerikanische Notenbank druckt der Bernanke ist kein Neoliberaler, aber auch die EZB hat ja ein bisschen ihre Meinung. Also der Draghi wollte den größten Teil seines Lebens in Amerika, das ist ja ein amerikanischer Investmentbanker, das muss man ja wissen, er hat ein bisschen Politik auch gemacht und Professor war auch eine Zeit lang wie die meisten. Also, aber die Frage ist, das ist das Problem, vor dem wir stehen und das den Leuten klar machen, was man tut, das ist nicht leicht. Da hängen wir jetzt, da hängen wir. Wissen wir nicht, was wir sagen sollen. Und gleichzeitig, Sie haben es ja angesprochen, irgendwie muss man da aber dazu kommen, dass die Staaten Souveränität abgeben, weil sonst wird das alles nicht nutzen. Aber das müssen sie machen, wir würden es akzeptieren, haben es bisher nicht getan. Ja, aber nicht ohne den wird es nicht gehen. Ja, so kann man die Währung jetzt. Wir haben ununterbrochen von Krise betroffen, seine Seite einer Superkonjunktur, die hält dann 2-3 Jahre. Und dann fängt wieder weiter. Dann geht es wieder runter, beginnt das Theater von nein, das geht nicht. Und das war ja auch die Idee bei der EU. Da war ich immer ein bisschen skeptisch, kann man nachlesen, ich habe auch 70 Schritte drüber.
dass man nicht zweit gehen soll, weil da waren am Anfang, hat mir geträumt, dass das gemeinsame Europa, der Staat, der Bundesstaat Europa, dass der nahe ist. Na, bei unserer Geschichte, mit Europa, ist ja alles nicht lang her, also unsere Großväter, Väter noch bei mir, nicht wahr? Also, die haben einen Kloster aufeinander, nicht? Zwei Weltkriege. Und vorher war, dadurch, dass die Verkehrsverhältnisse nicht so günstig waren wie heute, da kann man die Flieger 10.000 Kilometer wegfliegen lassen und die Raketen und die Stämme, also die einzelnen Länder miteinander gekämpft. Nicht wahr? Da ist es was ich. Also es haben dann die Bayern gegen die Österreicher und die Friesen gegen was weiß ich wen. Und heute ist es ja noch zerrissen. Die Belgier, die Flamen, also die niederländischen Belgier, wollen mit den Ballonen nicht unter einer Decke sein. Die Schotten wollen aus England weg, die Nordiren wollen auch aus England weg. In Spanien, die Katalanen wollen aus Spanien aus. Ja, wir haben doch das jetzt da. Und was ist denn mit dem Jugoslawien passiert, das doch im Ersten Weltkrieg gegründet wurde, nicht wahr? Und zwar, um den Österreichern also ihr Gebiet wegzunehmen, das war der politische Sinn. Ja, was das Erste, was gemacht haben, mit der Kommunismus weg war, sie haben sich erschossen. Da war jeder hat auf jeden geschossen. Die Krawatten auf die Serben, die Serben auf die Krawatten und auf die Montenegriner haben beide geschossen und auf die Kosovaren und die recht schlauen Slowenen haben sie, Gott sei Dank für uns, weil das war unsere Grenze ausgehalten. Da ist am wenigsten passiert. Da war es am kürzesten. Das darf man nicht vergessen, wir haben vor ein paar Jahren nach der Wende haben die nicht gesagt, bitte wird. Bleiben nicht beieinander, drehen wir uns, haben sie angefangen, um jedes Dorf zu streiten und dann haben sie sich erschossen. Das war Krieg, ein richtiger Krieg. Nicht wahr? So, das ist Europa und da jetzt einen Bundesstaat zu schnüren, das ist unser Problem. Gut, ich mache jetzt einen harten Schnitt, weil wir werden fürchtlich Europa da nicht retten heute Abend. Hier nicht retten. Wollte jetzt, wie gesagt, eine harte Schnitt zu Ihrem, sozusagen, zu Ihrer unternehmerischen Karriere dem Jahr, also Ende der 80er Jahre, kommen. Ich meinte jetzt unternehmerisch. Sie haben mir vorhin erzählt, die Idee war damals, sozusagen sowohl Sanierungsfelder zu kaufen und zu restrukturieren, als auch neu übernehmen. Zweiteres haben Sie dann praktisch nicht gemacht, sondern haben sich ganz konzentriert auf die Schiene Sanierungsfälle. Oder selbst gegründet haben wir auch. So. Aber in kleinerem Ausmaß. Es war ja genug, es war genug fällig. Es war genug fällig. Und da hätte mich einfach interessiert, wie da Ihr unternehmerischer Ansatz war. Sie haben einfach erzählt, es gibt genug, die man. Ganz einfach. Ich bin relativ jung, wie immer, Glück oder kein Glück, wie man das so nehmen will. Ich bin da sehr skeptisch immer. Das heißt, ich bin sehr jung, Generaldirektor der Giro geworden. Ich war nicht 35 Jahre alt. War allerdings schon zehn Jahre in der Bank. Also. Ja, Staatssekretär waren so. Dann habe ich Sparinvest schon gegründet in der Bank und dann war der Geschäftsführer und etliche Tochtergesellschaften. Also ich war immer ein, wie ich das nenne, ein Leihunternehmer. Das heißt, ich war Prokurist und ich war Geschäftsführer und ich war Vorstandsmitglied. Das war ich lang. Dann musste ich da von der Partei, von der Parteiobmann machen, das wollte ich nicht. Ich habe nicht die geringste Absicht gehabt, ein Berufspolitiker zu werden, denn dann war ich in der Regierung geblieben. Es wollte ja auch keiner, dass ich rausgehe. Der Klaus war bitterböse, dass ich noch ein Jahr rausgegangen bin und General der Giro wurde. Aber da hat der damalige Präsident der Giro, der Dr. Neubauer, geschrieben und wann kommt der, das ist unser Generaldirektor. Das habe ich gewusst, dass es werden soll, dass ich da drin war. Und so dann. Dann wurde ich 75, 75 ist der und falsch, das war so, 71 hat die ÖVP die Wahl verloren. Das heißt, die ÖVP hat schon 70, also 66 haben wir die Wahl gewonnen gehabt, mit absoluter Mehrheit.
70 haben es verloren, der Bundeskanzler Klaus ist zurückgetreten, das war ganz seinem Stil entsprechend, der Dr. Windhalm ist der Generalsekretär, der Vizekanzler war als Kanzler, ist nicht der Kreisky, er hat übernommen die Parteiobmannschaft, der Dr. Kreisky ist mit Hilfe der Freiheitlichen Bundeskanzler geworden, sonst wäre es nicht geworden, und nach einem Jahr Neuwahlen, was richtig war, und bei diesen Neuwahlen hat der Dr. Kreisky die absolute Mehrheit gekriegt, der Mandate und der Stimmen. Dann ist der Windhalm sofort zurückgetreten, hat mich angerufen, denn ich war irgendwann, wie ein junger Bursch, war es mir draufgekommen, ich kann Reden schreiben, da war ich 20 oder 21 Jahre, und für alle die Ehren, ob das der Dr. Klaus war oder der Dr. Wiedauer Reden geschrieben, da haben sie mich ganz gut gekannt, die war das, was man einen Ghostwriter genannt hat. Ich war Journalist, ich war der mit 22 Jahren war ich Wirtschaftsredakteur der Wiener Zeitung, und dann war ich in der Furche, war ich der erste Wirtschaftskolumnist, hat mich der berühmte Friedrich Heer hingebracht, weil er gesagt hat, du kannst das, probier's. So, und dann ist der Wiedheim sofort zurückgetreten, das sind ja alles Herren gewesen, ich war ja verloren, ruft mich an und sagt, du, es ist ja klar, ich schlage dich vor, du wirst mein Nachfolger. Und ich habe gesagt, bitte tu das nicht, ich werde das nicht, ich mache das nicht, ich kann nicht nur in die Bank verlassen. Geht ja. Aber wer den Wiedheim gekannt hat, hat gewusst, das probiert er jetzt, ging hinaus, also hielt seine Abschiedsrede und sagt, mein Vorschlag ist der Dr. Taus. Ich ging hinaus und sagte, das ehrt mich sehr, dass der Dr. Windhalm das gesagt hat, aber ich kann das nicht annehmen, ich nehme das nicht. Daraufhin wurde ich minutenlang ausgepfiffen, das ist selten auf einem ÖVP-Parteitag vorgekommen, und gedacht, so, der Kelch ist bei mir vorüber. So, dann wurde der Dr. Steinzer vorgeschlagen, okay, und da wurde gewählt. 4 Jahre später, 6 oder 7 Wochen vor der Vorstellung, der Schnee ist das, ich noch selber jetzt gefahren. Ich war mit ihm ganz gut, ich habe ja auch mit Kreisky gut, das war ja überhaupt keine Frage, ich war mit Karl Schneinzer gut. Wir haben einmal im Monat in der Bank bei mir gegessen, nach der Kreisky kam ich mal. Ich war ja ÖAG-Vorsitzender, die habe ich gegründet für ÖAG, war ja meine Idee, das ganze Konzept, wie die verstaut ist, aber wurscht. So, und dann sind sie gekommen und gesagt, jetzt muss den Parteiobmann nehmen. Das ist eine blöde Lage gewesen, weil dann hätte es gesagt, ich war dieser relativ junge Mann, ich war damals 42 Jahre, das ist ein Schweinehund, der geht da für seinen Generaldirektor, da lässt er die Partei hängen. Ich bin kein so ein Parteifanatiker, aber illoyal war ich nie, ich habe das als Loyalität gesehen, ich habe es gemacht und habe gewusst, ich kann nicht gewinnen, weil die Nölle Neumann, mit der sehr gut war, der Strauß hat sie die Norne der Nation genannt, die Deutsche, die Meinungsforscherin, die hat mir auch gesagt, sie wahnsinnig den Kreis gekommen, keiner schlagen im Augenblick, wenn sie Kanzler werden wollen, dann warten sie für 5 Jahre, dann werden sie es. Das glaube ich. Also Sie haben gewusst, das wird nichts. Also ich habe gewusst, ich verliere nicht. Also, ich habe gar nichts verloren. Ich habe nur nichts gewonnen. Das war gewaltig. Ich hab die Mandate und die Anzahl, die 42%, die wir gehabt haben, gehalten, die haben wir nicht verloren. Die haben wir gehalten. Die ganzen 4 Jahre, ich habe nur nichts zurückgeholt. Das ist auch lang nicht gegangen, erst bis der Dr. Kreisky so gezeigt hat, dass er schwer krank ist und so. Und da alles wog, konnte ihm dann die absolute Mehrheit bekommen. So, und dann bin ich Parteiobmann geworden, habe geglaubt, dass ich das so gut wie möglich hinter mich bringe, habe aber immer gesagt, so rasch wie möglich möchte ich wieder gehen. Und das war nach 4 Jahren, denn dass ich auch nicht Kanzler werde, das geht nicht zum Gewinnen, da muss man die Partei drehen und so, das ist nicht so. Ich habe vieles gesehen und habe mit manchen recht gehabt, aber ich habe ein einziges Ziel gehabt, dem Dr. Kreisky 1% seiner Stimmen wegzunehmen, denn dann wäre er unter 50% gewesen. Das war alles, aber nicht der Bock. Ist nicht, ja. Kann man nichts machen. So, dann bin ich weggegangen und haben sie eine Bank angeboten. Ich war sehr gut mit der Chase. Der Rockefeller hat gesagt, der soll da zur Chase kommen und Europa quasi übernehmen von Frankfurt aus. Und so. Er hat mich gut gekannt, konnte mich gut leiden. War auch der Vize, der Vice Chairman der Chase Austria, das haben sie ganz selten gemacht, dass da einen Ausländer nehmen und so. Aber er konnte mich leiden, das war alles. Und dann war die Constantia, also der Herbert Durnauer, Botschaft der Firma. Und der wollte immer mit mir Geschäft machen. Dann habe ich noch einen Freund gehabt, der mich sehr bewegt hat, gemacht ist. Das war der Dr. Gruber, der damalige Generaldirektor der NEWA, mit dem ich eng befreundet war. Nachher der NEWA
Na, ist der Leibergesellverein, der ist so alt wie ich, der Herr ist ja schon lange in Pension. Und der hat gesagt, komm, geht doch, das ist doch was, der will gern mit dir gehen. Da habe ich bin hingegangen, habe gesagt, Schatz, probieren wir es miteinander, wenn es nicht geht, geht es nicht. Das ist aber gegangen und wir haben dann alle, da tut noch ein sehr gescheiter Mensch, von dem man lernen konnte, er war nicht mehr jung, er war deutlich über 70, wie ich hingekommen bin. Und dann haben wir das hochgezogen und die 10 Jahre, die ich dort war, das war nicht ich allein. Ich habe wie immer geschaut, dass ich eine vernünftige Mannschaft kriege, mein Engagement habe. Ich habe es mit 3,5 Milliarden Schilling übernommen und wie ich weg bin nach 10 Jahren, haben wir über 20 Milliarden Umsatz gehabt. Das heißt, das war gut. Warum bin ich dort weg? Die ganze Zuneigung des Herbert Murnauer zu mir ist dann in Zorn umgeschlagen. Das habe ich damals noch nicht so richtig verstanden. Heute verstehe ich es, weil ich selber so alt bin, wie er damals war. Nicht wahr? Ja, das ist ganz einfach. Sicher, er hat gesagt, mein Nachfolge ist geregelt, meine Kinder wollen das nicht, das macht er da aus, das ist in Ordnung, das geht. Und dann geht er da aus. Ich habe es ihm gesagt, ein Jahr vorher hat er nicht gehabt und dann hat er zurückgehabt. Aber ich bin wirklich gegangen und wir haben 19, da habe ich eine Idee gehabt zwischendurch, die musste ich dann weg. Aber wieso sind Sie gegangen? Vorher war er nicht zornig. Ich habe nie eine Aktie genommen, ich habe nie eine Aktie gehabt. Aber Sie hätten sie ja auch dort 5% Da waren zwei Kinder da, er hat zwei Kinder gehabt, bei denen es sehr gut war, ein Sohn und eine Tochter. Nein, das habe ich nicht gemacht. Das heißt, ich habe zwar die Börse gebracht, 20%, nur nicht, weil das war sicher ein Erfolg für die Familie und alles, aber das habe ich nicht gemacht. Und dann waren wir zu viert, das war der Manfred Leb, den ich zur Konstanzia schon als Parteiobmann noch gebracht habe. Wenn ich den Herrn Turner vorgeschlagen habe, war der Freund von mir. Dann war ich gut mit Theo Eppo, der war damals Vizegeneral von Philips Österreich. Und dann war der Fritz Pasch, der berühmter Techniker da, der eine lange Industriepraxis hatte, Professor an der Technik. Wir Viere haben dann gesagt, also wir machen was. Und dann habe ich, wir haben gesagt, wir waren alle Leihunternehmer, Generaldirektoren, Direktoren, Vorstände, Professoren, was da alles war. Jetzt machen wir mal als Abschluss unserer Laufbahn. Ich war 60 Jahre, der älteste war der Theo Ettl, das war 25er Jahrgang, der ist gestorben. Der jüngste war der Manfred Leb, das war der 38er Jahrgang, der ist als erster gestorben, was tragisch war, aber es war so. Jetzt sind der Paschi und die überblieben. Und wir haben dann geändert, weil ich habe zuerst ein Konzept gehabt, das ich als Giro-General hatte, aber nachdem ich der Partei auch noch mehr musste, nicht mehr durchführen konnte. Und das Konzept war also sehr einfach. Wir mussten für die Bank, der riesige Sport für Österreich, das ist ein riesiger Sportkassensektor, wollten wir eine Sanierungsfirma gründen, die Giro Trust. Das hat auch funktioniert, aber dann hat es Diskussionen gegeben, die mir nicht gefallen haben. Ich habe gesagt, habt es uns gern. Die sollte gegründet. Exklusiv für die Giro-Problemfälle. Für die ganzen Sektor, für die Sparkassen. Wenn die schwierigen Fall, einen schwierigen Kreditfall hätte man gekriegt, hätte man versucht, das zu sanieren oder nicht zu sanieren oder irgendwas zu machen. Und die Giro hat 60% davon gehabt und wir 40 haben noch eine kleine Holding daneben gegründet und wir gesagt haben, so mittlere, da wollen wir selber die Mehrheit haben, das war die Ecotrust. Da hat die erste österreichische 48 und wir 52% gehabt. Das war das Konzept. Das hat nicht funktioniert, aus bestimmten Gründen, auch aus persönlichen Gründen nicht. Vielleicht waren wir auch schuld, vielleicht waren andere schuld. Würde ich nicht sagen. Und dann haben wir gesagt, habt ihr uns gern, machen wir nicht. Und haben neu angefangen, vor 20 Jahren selbstständig, haben uns gelöst und haben selber angefangen. Da haben wir auch Bohr, Diego Drast gehabt, da haben wir drin gehabt, schon den Herold und den Hölzl und was das war. Das war aber wenig. Und dann haben wir die MTA gegründet, die es ja bis heute gibt und jetzt habe ich endgültig gemacht, das ist auch die MTA und die Print- und Verlagsgesellschaft, sind zwei Holdings, haben wir neue drüber gegeben, das ist die MTP, nicht nur, die werden wir das nächste Mal vorstellen, jetzt werden wir die Bilanz halt herzeigen von der MTA. Also jetzt ist es eine Gruppe sozusagen. Eine größere A-Gruppe, nicht getrennt und wir haben alles zusammengetan und von der MTA gehören uns, also in der MTP, wir kennen es ungefähr 57%, da sind die Herren Paschke und Brasseur und dem dabei noch. Eine Mehrheit hat meine Familie, also ich noch 52%, und dann habe ich 73% von der B&V gehabt, eine dritte Holung, die ITH, da macht man eins. Das ist
dem. Das ist, was haben wir für einen Umsatz? Das werden wir nicht herzeigen, aber es wird was. Ja, so um die 700, oder? Nein, wir haben über 800. Über 800. Aber das tun wir, das sagen wir etwa nicht viel. Wir werden heuer, nachdem die die P&V noch nicht dabei ist, die ist zwar schon integriert bei der aber sie ist, nachdem es am 28.02. ist, unser Bilanzstichtag gemacht haben, ist die noch gar nicht drin, sodass wir heuer, weiß ich, 720 Millionen oder was für das ablaufende Geschäftsjahr unserer Zeit wohl. Da ist ein großer Teil davon Retail. Und ist die Milliarde noch ein Ziel oder setzt du sie? Das wird tun wir ja wissen wir nicht. Wir können ja in unserem Alter, die Jungen werden das schon packen. Also es sind alle Positionen besetzt nach uns, der Baschke und ich. Zwar noch viel, aber wir sind in keinem. Ja, ich bin gerade noch bei der MTB, bin ich da rein Vorstand, weil ich gesagt habe, das regle ich mal an alles, was ich da aufbaue. Und da kommt jetzt mein Schwiegersohn hinein und der Dr. Weibel, der die Zutrittskontrolle führt. Das werden die zwei Vorstände der MTB, ich setze mit einem Aufsichtsrat, der Vorsitzende des Aufsichtsrates, weil wir mit den Oberösterreichern gut arbeiten, ist der Ihnen der gut bekannte Dr. Wildmoser, soll er schon grüßen lassen. Er war gerade vorhin bei mir. Meine Tochter sitzt im Aufsichtsrat dann sitzen. Aber das Sanierungsgeschäft war von Anfang an sozusagen das, was Sie machen wollten. Wir haben zwar alle ganz gut verdient gehabt und wir haben alle Ersparnisse gehabt. Der Reb und ich haben unsere Ersparnisse so ganz hergegeben. Die anderen haben ja viel weniger Beteiligung gehabt, haben aber auch was dazugegeben. Was selbst wenn man gut verdient in Österreich unter normalen Verhältnissen, auch im Ausland, Deutschland, aber das ist nicht gigantisch, dass man da groß spielen kann. Da würde man, sagen wir, für den Mann auf der Straße sagen, das heißt, der hat ein Ersparnis, wenn man da 2-3-4 Millionen Schilling der Sport gehabt hat, das ist ja nichts fürs Geschäft. Nicht? Das sind heute 200-300.000 Euro mehr. Das ist gut gewesen, wenn man das so haben wir auch gefragt. Aber heißt das, dass sozusagen das Geldverdienen die Hauptmotivation war für den Schritt? Wir wollten zeigen, dass man was selber kann. Wir wollten auch für andere Leute, junge Leute, den Stimulus geben, wenn wir erfolgreich sind, sie sollen es machen, weil wir haben in Österreich ein Problem, unser Unternehmernachwuchs ist zu gering. Die Marktwirtschaft braucht ununterbrochen welche Leute, die versuchen, sich selbstständig zu machen. Das ist ein Entscheidung, sonst wird die Konzentration zu groß und das ist für das System eines freien Systems nicht gut. Das war auch eine Idee, aber natürlich, jeder verdient, aber wir nehmen gar nichts aus. Also, ja gut, wir sind aber alle Pensionisten. Unsere Pensionen sind nicht so klein, das ist keine Frage. Natürlich, ich war Generaldirektor, ich war 17 Jahre im Parlament, ich war 50 Jahre oder 55 Jahre Sozialversicherung gezahlt, bevor ich es dann mit 65 gekriegt habe. Also, das sind ein paar Sachen, das haben die anderen auch, der Paschke ist ein emeritierter Universitätsprofessor, nicht nur der Etel war der pensionierte Vizegeneral der Wiener Philips, nicht wahr? Und damit haben wir alle, wir waren nicht arm, nicht wahr? Und dass dann doch in, sehr stark in Richtung Retail gegangen ist? Nein, das war was anderes. Nein, das war ganz, da war Industrie am Anfang. Am Anfang, ja. Aber Industrie. Das war ja Zufall. Aber Retail hat mich gereizt. Die anderen waren nicht, das waren Techniker. Die waren alles Industrieleute, der Eto war bei der RCA in Amerika 6 Jahre einer der führenden Entwickler, dann bei Siemens, glaube ich, war der Chef der Halbleiterentwicklung, das war ungeheuer viel. Der Leb war ein Physiker, der in der Industrie war, und der Dio Eto war sein ganzes Leben bei Philips. Ich war der Einzige, der aus der Bank kam, und zwar verstaatlichte viel gemacht hat, aber der Bank war, und dann habe ich die Industrie als Hilfsarbeiter von der untersten Ebene aus kennengelernt, habe ich am meisten gelernt bis heute. Und die Frage ist eine ganz interessante für uns gewesen. Ich wollte das, denn gar kein Geheimnis, ich habe das eh gesagt. Ich stand, die Giro stand an der Biwald Generaldirektor, stand an der Biege der Zusammenschlusses der Franchise-Firmen von Spar, von der holländischen Marke. Da gibt es heute noch die Sparfinanz, die Giro gekauft hat und das, was er möchte. Und da habe ich gesehen, das Retail, das ich in Amerika schon immer bewundert habe, wie das Geld ist, was Gutes. Und dann habe ich, auf einmal hat es den Lieb oder Stress.
Dort hat es erst den Laschet-Theater verkauft und dann war die Mannschaft, die dort, die hat das dann nicht da. Mhm. Wie immer es besser wurde. Jeden kann was passieren. Das ist eine, die Marktwirtschaft ist ein Kampfsystem. Zwar nach bestimmten Regeln, aber Regeln sind dazu da in der Regel, dass man es nicht hält, nicht mehr. Daher ist also das immer ein sehr schwieriges System. Dann habe ich ein Jahr lang die Insolvenz vom Libro beobachtet und habe gesagt, den möchte ich jetzt haben, das Geld. Das ist mir dann gelungen. Nach einem Jahr im Konkurs haben wir es gekauft und ich war der Einzige, der geboren hat. Und mit welchem sozusagen Konzept im Kopf? Naja, zu sagen, das ist eine interessante Geschichte und wir schauen, dass wir in Retail größer werden. Aber im Aufsichtsrat meine eigenen große Schwierigkeiten gehabt, dass am Banken drin gesessen bis heute, die uns finanziert haben, der hat gesagt, bis bleiben, das kann man, hör auf mit dem. Also den Libro haben sie schon nicht zugeschickt, das, heute erinnern sie sich an das nicht gern. Dann komme ich drauf, dass der Paragrafer umfallen steht. Und habe mir das angeschaut und habe mit der Bank, die ihn finanziert hatte und die ihn schon in der Intensivstation liegen hatte, noch geredet und die hat man relativ günstig gegeben, hat sogar Kredite zum Teil gestrichen und die anderen langfristig, weil ich einen Beitrag gehabt, dann habe ich zwei gehabt. Da habe ich im Aufsichtsrat einen Aufstand gehabt. Obwohl die waren nicht beteiligt, aber sie haben uns finanziert. Das ist ja viel gefährlicher als beteiligt sein. Und die haben aber gesagt, das ist mir jetzt wurscht, das setzen wir durch. Und haben wir es durchgezogen, Mehrheit haben wir gehabt. Und jetzt haben wir dann angefangen, auf einmal funktioniert das. Dann daraufhin war alles sehr schweigsam. Das war ja auch ein Geschäft, also gut. Und dann habe ich gesagt, und jetzt muss ich über die Grenzen. Und jetzt sind ja auch nicht, ich meine, es muss man sagen, in Österreich ist das Retail-Geschäft von Spar abgesehen und vielleicht von uns war man auch schon nicht mehr, wir haben in Österreich, wie viel haben wir? 240, 300, 350 Kräfte. Das ist ja nicht viel. Ja. Aber Sie haben in Deutschland einiges. Bitte? Na jetzt, dann haben wir die Chance gekriegt, den Pfennigpfeifer zu kaufen, der hauptsächlich in Sachsen war. Und dann haben wir aus dem Konkurs, da hat schon der Schwiegersohn mitgemacht, aus dem Konto als Mann in der Firma bei mir, 10 Jahre oder wieder, 11 Jahre, haben wir den McGuides aus dem Konkurs genommen und der geht auch sehr gut. Und jetzt im Moment sind die am besten, sind alle gut, aber am besten rentieren im Augenblick der Partner und der McGuides. Also in Österreich gleich schon. Wir werden schauen, dass wir da weitergehen, muss man sehr aufpassen. Internet sind wir schon, Großhandel haben wir, Lager haben wir jetzt gemacht, ein paar das alles, da muss ich noch was tun. Und in der Industrie sind wir auch ganz gut weitergekommen. Unsere Industriebetriebe, die wir genommen haben, die haben die Hälfte der Bilanz und die Verluste gemacht. Da ist man manchmal, bin ich danach aufgewacht und habe gedacht, du bist eigentlich ein Trottel, was tust du das an? Da haben wir manchmal 8, 9 Jahre gebraucht, bis wir die Technik dort haben. Das waren die Techniker, da haben wir den erwischt und jetzt sind da sowohl die Designer, die Access, die haben wir selber gegründet, die Designer haben wir haben immer, sie übernommen, die haben wir noch gekauft, aber wenig billig, das war, die Designer hatte damals, wenn wir es genommen haben, 5 Millionen D-Mark Umsatz vor 19 Jahren, na, jetzt sind wir wieder, vielleicht sind wir jetzt bei 60 Millionen, so, nicht? Und dann die Access haben wir gegründet vor 12 Jahren, die ist jetzt auch schon bei 4,25, also jetzt haben wir keiner zusammen, die zwei, jetzt haben wir immerhin eine Zutrittskontrollsystemgruppe von 75, 80, das gehört zu den Großen in Europa, es gibt nur 3 die Großen. Nachdem ich die Skidata konstruiert habe für die Konstanzia damals, aus zwei, aus einem Vorarlberger, die Gamma und aus der Skidata in Salzburg, die habe ich fusioniert, habe gesehen, es ist ein gutes Geschäft, das geht gut. Habe ein paar tüchtige Leute dort gehabt, habe ich gesagt, wenn ich jetzt mich selbstständig mache, mache ich eine neue Auflage der Skidata und die ist uns gelungen. Nicht mehr, ja. Also, wie das halt ist. Und die Kollegen haben das ja alles gewusst, der Paschke war immer dabei, der Paschke war ja auch Konsulent schon in der Konstanzia, weil er ergänzender Ingenieur ist. Der Edel war immer dort, den hat eh jeder gekannt, den Theo Edel. Daher ging das ganz gut. Und mit den Banken bin ich auch, ich bin ja einer von einer gewesen, bin ja auch ganz gut rausgekommen. Und sehr geholfen ist kein Geheimnis an uns die Baba. Ich habe ein enges Verhältnis zur Baba reicht zu erklären. Ging ja auch ein bisschen durch die Medien, wie sie mal den Herrn Elsen in Frankreich besucht haben. Nein, das war einfach, wenn der Dr. Schleinzer, der Arme, nicht wirklich verunglückt, beteiligt sich die, wir waren fertig, beteiligt sich die Schira und der Bauer, war Wunsch der Gewerkschaft. Aber in Österreich war alles anders gegangen. Und das war, und in dem Moment, wo ich weg war,
ich war kein Geheimnis, ich bin ja an sich ein linker Schwarzer, ich komme aus einer AB, ich bin bis heute Gewerkschaftsmitglied und ich war der langjährige ehrenamtliche Wirtschaftspolitiker der christlichen Gewerkschaftsfraktion, dadurch haben wir alle gekannt. Und auch der Benja, der kommt mir offenbar ganz gut an und hat gesagt, oh, mit das machen wir das. So, dann, da stellt sich der Schweizer mit meinem Nachfolger, der genauso ein netter Kerl war, der Bayer, der Roland auf dem Berg, der Bauernburg, nicht mal der über mich in die gekommen ist, war älter als ich. Da, mit denen haben sie es nicht mehr gemacht. Schade. Und aber das gute Verhältnis mit Flöttl, der dann leider tot ist, also hat gehalten, nicht das Bauernhaus. Und die haben uns sehr geholfen. Wie man das angefangen hat, nichts zu sagen, aber sehr bekannt. Das steht in der Zeitung, das ist überall drin. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Geschäft mit einer. Ich glaube auch, Barack hat, glaube ich, einen Moment da und das Geschäft zu halten. Ja, die haben sie aus dem Business, aus dem Geschäftskunden. Bei uns wird alles volontiert, immer ist in Ordnung, aber wir arbeiten ja, mit mehreren, mit den Raiffeisen sind wir ganz gut. Das waren zwar meine großen Konkurrenten, aber mit den Sportkassen sind wir natürlich so gut, aber das sind dann nicht und dann wir, bei anderen Banken haben wir Kredite, nicht so viel. Wir haben immer große, nicht ausgenutzte Liquiditätsrahmen, man weiß ja nie, was kommt, das ist ja erklärlich nicht. Eine letzte Frage noch, Herr Dr. Daus, bevor er dann noch kurz die eine Frage stelle ich noch und dann ein paar noch aus dem Publikum, dann sind wir fertig. Ja. Eine abschließende, weil jetzt immer wieder auch ein bisschen gejammert wird, Wirtschaftsstandort Österreich wird schlechter, wir fallen zurück in diesen Rankings. Wie würden Sie als Unternehmer den Standort und die Entwicklung des Standortes Österreich? Ja. Na ja, schauen Sie, wir sind sicherlich, aber nicht nur wir. Es geht uns noch relativ gut, aber es ist schwächer wird es im Moment. Und wir sind in einer gefährlichen Lage, nicht sowohl die Deutschen als auch wir. Nicht wahr? Und auch die alle, also alle, die noch sehr positiv sind, hoffentlich da immer das und wir kommen in keine Rezession. Weil wir dabei sind, die Produktivitäts- zu verlieren. Noch halten wir die Beschäftigung. Wir haben bisher noch nicht einen freisetzen müssen. Ja, manchmal muss man halt dann weggehen, aber ich habe immer mal froh, wie ein junger Mensch war, wenn ich einen Posten gehabt habe und ich weiß, wie furchtbar das ist, wenn man dann auf einmal keinen hat. Und wenn man nicht ein Vermögen hat, dann wäre auch ein Vermögen, wenn man weiß, was wird, nicht wahr? Und daher wollten wir das, wir haben schon ungefähr 6.000 Beschäftigte in der Gruppe, das ist ja noch die 20 Jahre nicht so wenig, und das hofft man zu halten, hofft man es auszubauen. Aber im Moment, gebe ich ehrlich zu, obwohl man es tun müsste, gerade jetzt, habe ich Federn, ich merke auch, dass unsere Banken also zögerlicher werden. Das Basel III, das sind in meinen Augen wohl schwerste Fehler. Die Amerikaner machen es ja nicht. Und das ist, im Moment ist es schwierig, ist meine Meinung. Sie machen sich schon ein bisschen Sorgen um den Standort. Nicht nur um Europa, das ist ja nicht so leicht. Ja. Nicht? Die Franzosen gehen ein im Augenblick, das ist ja alles nicht so lustig, nicht die Engländer. Gingen ein, darum hat ja auch der Kamerun seine Haltung geändert, weil sie mit der Partei unter Druck gesetzt haben. Nicht wahr? Also im Moment ist es nicht sensationell, wovon leben wir. Also beim Maschinenbau geht es uns sehr gut, ja, aber mehr als die Hälfte unseres Auftragsstandes haben wir in China nicht. Muss man wissen.